Hallo Gabriel. Moin, Meister. Heute wollen wir mal über ein sehr aktuelles Thema sprechen, und zwar Weihnachten. Gut, dass Sie das ansprechen. Also, Mystery Boy, der ist ja richtig dumm, versteht ja? Ich schenke ihm einfach eine richtig geile PS4, PlayStation 5 Gutschein, und was schenkt er mir? Eine fucking Socke. Wir wollen uns heute mal mit der Weihnachtsgeschichte auseinandersetzen. Das ist doch das mit Jesus Geburt und so, ne? Ja, stimmt, sehr gut. Ja, also damit werden wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen. Was kann der mir schon beibringen? Er kennt sich ja nicht mal mit gutem Aussehen aus. Ich meine, schau ich die mal an. Voll hässlich so. Gabriel, wenn man so lange als Lehrer arbeitet, entwickelt man einen sehr guten Gehörsinn. Ja, ich hab ganz genau gehört, was du gesagt hast. Oh, haben Sie etwa verstanden? Was will der mir schon beibringen? Er kennt sich ja nicht mal mit gutem Aussehen aus. Oh, da sollten Sie echt noch mal Ihr Gehör überprüfen. Denn ich habe gesagt, was will mir eine Schere schon entringen? Die reißt ja nicht mal wie man. Sie sind hässlich. Okay, Frage 1. Wann denkst du, wie lange ist das schon her, als dass Jesus geboren wurde? Ja, das müssten schon so 2, 3 Jahre her sein. Das ist schon mehrere tausend Jahre her, wenn nicht sogar Millionen. Woher wollen Sie denn das wissen? Sind Sie etwa dabei gewesen? Also, Maria und Josef zogen eines Nachts durch die kalte Wüste, bis sie schließlich Bethlehem erreichten. Augenblick mal, warten Sie mal. Sie zockten sich durch die Wüste, als ob da irgendwo ein Casino ist. Nein, sie zogen durch die Wüste. Und dann erreichten sie irgendwann Bethlehem. Ja, da haben wir echt ein tolles Navi. Und weil Ma bei Maria langsam die Wehen einsetzten, klopften sie an mehrere Häuser in der ganzen Stadt. Doch keiner wollte ihn aufmachen. Bis ihnen schließlich jemand einbot, dass sie in dem Stall hinter ihrem Haus schlafen können. Okay, mal kurzer Real Talk, ja? Also, wenn bei mir so zwei Typen da kommen würden und sagen so, hey, können wir mal kurz in ihre Garage, ich werf gleich oder ich leiche gleich mein Junges, ja, dann würde ich sagen, ja, Bruder, wieso nicht? Und in diesem Stall, da gab es natürlich auch, da gab es auch viele Tiere, unter anderem ein Ochsen, eine Kuh und Schweine. Hören Sie sofort auf mit den beleidigenden Bezeichnungen. Haben Sie es hätten ja auch was essen können, also im Endeffekt das, ja. Also, ja, ich meine. Ja, bitte. Danke. Und dann kamen wenig später auch noch die drei heiligen Könige dazu. Oh, hören Sie auf. Die drei, ja, so, ja, es war auch schon mal so Sternsinger. Die waren auch am 6. Januar bei mir zu Hause. Tja, aber von denen lassen wir nicht reinlegen. Bestimmt wollen die, dass ich irgendeinen Bausparvertrag oder so unterschreibe. Die Kinder waren zwar erst 8, aber vielleicht
Meine ist ja wirklich ernst mit dem großen Bitzenitze. Also schließlich hat Maria dann den kleinen Jesus geboren. Und zu der Geburt und zur Feier der Geburt wurde Jesus etwas geschenkt. Und zwar... Oh, wahrscheinlich eine Playstation. Und ja, und er schenkt denen wahrscheinlich auch nur so ein paar lächerliche Socken. Obwohl die Enten strahlen schon, obwohl auf denen sind Enten. Das strahlt schon echt eine gewisse Männlichkeit aus. Gabriel, die erste Playstation wurde am 3. Dezember 1994 veröffentlicht. Ja und? Naja, Jesus wurde aber schon 1 Million Jahre vorher geboren. 1 Million Jahre, bevor die Playstation überhaupt erfunden wurde. Also auch 1 Million Jahre, bevor sie überhaupt existierte. Also das ist ja wohl wirklich mal das ist ja wohl mal wirklich kein guter Grund. Abonniert diesen Kanal.